So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade in Antalya in der Türkei und ich habe schon sehr oft die Street-Videos und Food-Tours von den YouTubern angeschaut und ich wollte das auch sehr lange machen. Unser erster Standort ist Piaz Cezami. Das gibt es seit 1933. Leute, ich habe Piaz noch nie gegessen. Da sind viele Sachen drinnen, so Bohnen, Eier, ich glaube Zwiebel, so verschiedene Sachen, die ich gar nicht weiß. Und ich habe das halt oft gesehen. Das soll angeblich in Antalya sehr berühmt sein. Es ist gerade 17 Uhr. Meine erste Mahlzeit wird Piaz sein. Hadi, geh mal rein. Coole Felix, Bratan. Leute, da soll angeblich Bohnen sein, Zwiebeln sein, Eier drinnen sein, was noch? Oder ich weiß nicht, was Tahin ist. Wartet mal. Google-Übersetzer sagt, dass es Tahini sein soll. Aber keine Ahnung, Bruder. Ich habe extrem Hunger. Da seid ihr gerade. So schaut das Piaz aus. Was ist da drinnen? Bohnen, Tahin, dann Tomaten, Eier, Zwiebel. Und ja, das war's eigentlich. Und ein bisschen Brot. Hallo, Bakalum. Ich habe keine Ahnung, wie man das isst. Die GoPro ist Bruder. Warte. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, das ist gar nicht kalt. Das ist warm. Ich dachte, das ist kalt. Und das braucht noch ein bisschen Salz. Naja, schmeckt anders. Versuch es mal mit dem Brot. Richtig mit Fett rein, Bruder. Das Ding ist, ihr könnt das nicht sehen, das ist scheiße, Mann. Aber ich dachte, das schmeckt besser. Voila. Ich hatte hohe Erwartungen. Ja, es schmeckt ja nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so krass wie hier. Jetzt mache ich auf Haiwan-Modus. So. Bisschen Soße drauf. Dann zeig mich nicht. Fokussier. Fokussier doch, Bruder. Bismillah. Okay, so schmeckt es besser. Boah. Leute, ich esse das auf. Wir sehen uns beim nächsten Restaurant. Hadi, güle güle. Leute, ich gehe zu meinem nächsten Standort. Piaz hat 80 Lira gekostet. Das macht umgerechnet 2,50 €. Ja, eine gar nichts. Am Schluss habe ich auch gefilmt, wie das Restaurant so dort ausschaut. Und es ist so halt traditionell. Das hat mir sehr gefallen, dass das schaut halt krass aus. So geschmacklich war es okay. Es war jetzt nicht so krass, weil ich habe viel erwartet. Aber es war jetzt nicht so krass. Meine Erwartungen waren halt zu hoch. Aber es war schön. Ja, falls ihr gehen wollt, falls ihr mal in Antalya seid, geht mal dorthin. Isst das. Kostet 2,50 €. Also ich habe hier erst klein gegessen. Deshalb hat es auch 2,50 € gekostet. Ja, probiert es mal aus. Schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt gut. Leute, es ist hier die Hölle los. Deshalb darf ich nicht so laut reden. GoPro stellen wir hin. Leute, was habe ich bestellt? Einfach Köfte. Aber normalerweise sind ja die Köfte so rund. Die sind wie Adana gemacht, aber das ist kein Adana. Brot, Biber und Tomaten. Und ich probiere mal Köfte alleine aus. Wow. Richtig weich. Die Kamera fuckt mich gerade ab. Boah, Murak. Wie sich das schneidet, Mann. Warte. Ja, das ist richtig weich. Jetzt, Bruder, Brot, Zwiebel, Köfte. Ja, das war's schon. Aber ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen wenig Salz drauf ist. Deshalb ein bisschen salzen. Also
Stück, danke. Bisschen scharf. Bisschen scharf, ja. Scharf, nicht scharf, bisschen scharf. Sehr scharf. Sehr scharf, ja. Ein ja. Ein scharf, ein ja. Ein scharf, ja. Gerade Apfel, ja. Ja. Ja, aha. Nur Salz hat gefehlt, voilà. Salz hat gefehlt. Wow. Leute, ich esse das auf und wir sehen uns dann später. Leute, raus aus Topchi Kebab. Leute, ich weiß nicht, warum das so ist, aber heute schmeckt alles normal. 240 Tele sind umgerechnet 7,50 Euro. Okay, das ist schon wenig, Bruder. Das kostet sehr wenig. 7,50 Euro ist schon okay. Falls ihr mal Bock habt, einen geraden Köfte zu essen, könnt ihr das mal ausprobieren. Ich gehe zu meiner nächsten Station. Wir sehen uns später. Alle. Leute, ich bin gerade bei Haran Pide, Çıtır Lahmacun. Das ist auch ein sehr bekannter Ort, hat viele Bewertungen. Normalerweise essen die meisten Leute unten. Man darf nur mit der Familie rauf. Und ich habe gesagt, Abi, ich drehe jetzt ein Video, kann ich rauf? Ein entspanntes Video drehen. Also ja, okay, du kannst rauf. Jetzt bin ich oben, alleine, komplett alleine. Ich zeige euch mal. Da seid ihr, da drinnen. Genau. Die Dame hat mich gerade gefragt, was bist du denn? Bist du ein Fotograf oder so ein Videograf? Ich habe gesagt, ja, ich mache Videos. Sie hat gesagt, hast du das meinem Chef gesagt? Ich so, nein, ich werde das Video für mich drehen. Und sie hat gesagt, wenn du ein Video drehst und unser Name dann im Video sein wird, dann machen wir etwas Besseres für dich. Ich so, ja, es muss nicht sein, aber wie ihr wollt. Also, was jetzt kommen wird, ist extra, weil ich zwei Kameras dabei habe. Also falls ihr da normal als normale Person da hinkommt, wird das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja trotzdem gleich sein oder ein bisschen schlechter, weiß ich nicht. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass sie jetzt für das Video das besser machen, denke ich, weil sie hat das gesagt. So, hier ist das Lahmacun. Ist ein bisschen scharf, wollte ich so. Schaut schön aus und ich glaube, die Sachen sind extra, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob man das normalerweise bekommt. Und noch ein Ayran. So. Perfekt. Wow. Hat das, damit ihr das mal hört. Boah, es schaut schon richtig krass aus. Bismillah. Wow. Oh, verliebt. Wallah, Billah, ist krass. Aber ich wollte es ja ein bisschen scharf. Bruder, dieses bisschen scharf ist schon scharf. Das ist nicht ein bisschen, das ist viel, Bruder. Ich gebe hier Zwiebel drauf. Okay, ich gebe noch Esme ein bisschen drauf. Leute, Esme ist auch so eine Soße. So eine scharfe Soße. Und so schaut das jetzt aus. So. Bismillah. Ohne Scheiß, das ist der beste Lahmacun, den ich gegessen habe bis jetzt. Wallah. Bruder, das ist so geil. Irgendwie. So, es ist Çıtır, aber auch so fluffig. Esme. Lahmacun. Buradan. Wow. Haran lahmacun. Haran Çıtır lahmacun. Buradan. Wow. Ein Lahmacun bei denen kostet 50 Lira. Das macht umgerechnet 1,50 Euro. Yani das ist einfach gratis, was ihr da isst. 1,50 Euro für ein Lahmacun, für einen sehr guten Lahmacun sogar. Ist wirklich sehr stark. Kann ich euch empfehlen. Ich werde mir jetzt die Hände waschen und wir sehen uns bei der nächsten Station. Alle, bye bye. Leute, wir sind bei Şırdancı. Sebo. So schaut das aus. Şırdan. Şimdi bu hayvan neresiyle yapılıyor? Anlatabilir misin? Evet, das wird aus dem Magen gemacht. Schaut halt ein bisschen komisch aus, aber soll gut schmecken. Ben ilk defa yiyeceğim. Evet.
Her olayı neredesin? Her olayı nerelerdesin? Mumbar. Mumbar çok kötüdür ya. Dayı çok bu bak, kokoreç var ya. Bu neyden yapılıyor? Bağırsak işte kokoreçten. Aa, bunu yiyemem ben. Çok zor. Kırkat. Bu neyden? Olur, midenin bir parçası. He. Anladım. Ya. Tamam. Ben buna bakayım, onlara bakarım olmazsa. Leute, das alles aus dem Magen. Saf et. Das ist schon eklig. Saf. Goşt. Goşt. Bu. So schaut das aus. Es schaut halt nicht appetitlich aus. Das ist ein Magen. Also das ist ein Teil vom Magen vom Schaf. Soll angeblich gut schmecken. Habe ich noch nie versucht. Aber schauen wir mal, wie das schmeckt. Es fühlt sich komisch an. Oder keine Ahnung. Ich esse das jetzt einfach. Bismillah. Leute. Leute, die sind hier richtig nett. Yani, die machen alles, damit es mir so gut geht. Aber das Ding ist, es, naja, es schmeckt mir nicht so gut. Aber ich esse es halt. Schauen wir mal. Bismillah. Mit Limette schmeckt es besser. Ist nicht so schlimm. Leute, das ist das ekligste Ding, was ich in meinem Leben gegessen habe. Wallah. Es schmeckt mir gar nicht, aber ich esse das gerade, weil das sonst unhöflich ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache so viel Limette wie möglich drauf, dass das dann besser irgendwie schmeckt. Keine Ahnung. Aber so schmeckt es wirklich eklig. So, ist gleich fertig. Das war jetzt nicht geplant. Hier gibt es noch Midye. Leute, Midye sind Muscheln. Die sind ja normalerweise schmutzig. Die werden eingesammelt, aufgemacht, sauber gemacht. Und dann wird Reis reingemacht. Und dann kann man das verzehren. Ich glaube, das wird noch gekocht für ein paar Stunden. Und dann kann man das verzehren. Das schmeckt sehr gut. Ich denke, das wird auch besser. Das wird 100% besser als Schirdan schmecken. Ich werde das jetzt mal ein bisschen zerfetzen. Leute, Midye schaut so aus. So. Da ist das Fleisch drinnen, Reis drinnen und man gibt Limette drauf. So. Bisschen. So könnt ihr das dann nehmen. Bruder. Das ist halt krank, Mann. Midye ist krass, Mann. Geburtstag haben. Leute, ich habe noch eine Torte bekommen. Als Geschenk. Wird jetzt auch zerfetzt. Leute, Schirdan Cicebo, mein erster Biss, Bruder, das war so schlimm. Wo ich den ersten Biss gemacht habe. Das war so scheiße, Alter. Weil diesen Beutel. Lan. Den ersten Biss wollte ich nicht essen. Ich wollte ihn einfach eigentlich wieder ausspucken. Wäre da keiner, ich hätte den niemals gegessen. Ich hätte ihn wieder ausgespuckt. Aber Bruder, es wäre richtig respektlos, hätte ich das ausgespuckt. Deshalb habe ich es gegessen. So, ihr habt ja gesehen, ich habe ganze Limette ausgeschüttet, dass das irgendwie den Geschmack so neutralisiert. Ja, ne, Schirdan war gar nichts für mich. Wallah, gar nichts. Ich werde das nie im Leben wieder essen.
Niemals, Bruder. Falls euch das interessiert, könnt ihr zu Shirdan Cicebo kommen. Was ich euch aber sagen kann, Mann, die Jungs sind richtig korrekt. Die haben gesagt, Abi, willst du das haben, willst du das haben, was können wir für dich tun? Weil die haben alles gegeben, was sie geben könnten. So, die sind richtig liebe Leute, so als Mitarbeiter, richtig krass, richtig Services. Nicht 10 von 10, sondern 15 von 10, yani so nett sind sie. Bu arada kardeşlerim, videoyu görüyorsanız selamlar size. Her şey için teşekkür ederim, çok güzel ağladınız beni. Şırdan war nichts für mich. Aber falls ihr Bock auf Media habt, so Media war richtig lecker, da könnt ihr die Medias zerfetzen, die Mitarbeiter sind korrekt, ihr könnt die Medias essen. Und falls ihr halt neugierig seid, könnt ihr auch Shirdan ausprobieren. Kokoreç gibt's da auch, könnt ihr auch ausprobieren. Ich kann nicht okay sagen wegen Shirdan, Bruder. Wenn ich Shirdan weglasse, Bruder, Premium. Valla Premium. Aber Shirdan ist halt nichts für mich, wisst ihr, was ich meine? Deshalb ein bisschen zerstört, aber was soll's, Bruder. Wollte ich ausprobieren, hab's ausprobiert und hab jetzt gemerkt, dass das doch nichts für mich ist. Genau. Leute, ich wollte jetzt normalerweise noch Süßigkeiten essen. Baklava, Katmer und so weiter. Aber ich habe keinen Platz mehr. Und ich muss noch eine Stunde fahren zurück zu meinem Hotel. Deshalb werde ich das Video heute beenden. An einem anderen Tag werde ich einen Tag machen, wo ich nur Süßigkeiten esse. An dem Tag esse ich halt Baklava oder Katmer. Schauen wir mal. Falls du das Video bis zum Schluss angeschaut hast, kannst du gerne das Video liken. Und es würde mich richtig freuen, wenn ihr das Kanal abonniert. Und ja, Big Bro, wenn du das Video auch angeschaut hast, du kommst mir mit einem Video, mit einem Börek, oder was? Du willst mich zerstören mit einem Börek? Ja, jetzt, was war? Mein Bruder gerade so, er meint gerade vor dem Fernseher. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Liken und abonnieren nicht vergessen. Falls ihr Videoideen habt oder Videowünsche habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Allah'a emanet, güle güle, öptüm. Güle güle, tschüss.